Frauen haben nur Schweinereien im Kopf. Was sagt der Richtige, der nicht weiß, wo die Toilette ist? Ey, lass mich mit Kara rein. Westlich von hier befinden sich die Ruinen von Angkor Wat. In der Nähe muss sich das Dorf der Slaven befinden. Lass uns aufbrechen. Okay. Da wir gerade sowieso nichts Besseres zu tun haben, einmal auf die Uhr gucken, wie viel was haben. 12 Uhr, ach was. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Wo sind wir jetzt? Grat? Kral. Okay. Was auch immer wir jetzt in Kral wollen. Puh, scheint warm zu sein. Uff, hier ist es so warm wie in den Tropen. Diese Hitze. Mir verschwimmt alles vor Augen. Wir können nichts machen. Lasst uns irgendwo übernachten. Ja. Oh, da ist nicht ein Skelett. Ich glaube, der Typ hat schon bessere Zeiten erlebt. Glaubst du? Nee, der bräunt sich doch nur. Guck dir's an, der lächelt sogar. Der guckt in die Kamera und lächelt. Yay, und das nur für dich. Hallöchen. Seltsam. Niemand zu sehen. Nur Skelette liegen überall verstreut. Sollen wir in die Häuser schauen? Pff, mach doch mal. Hey, wie geht's dir denn? Ich glaube, der Typ hat bessere Zeiten erlebt. Nee, der sah schon immer so aus. Ach, speichern. Yay. Auf Anhieb das Speicherportal gefunden. Wir haben jetzt auch so viel gemacht, dass sich das gelohnt hat. So. Was haben wir hier? Da. Ich glaube, der Typ hat bessere Zeit erlebt. Ja, ich weiß. Oh, Stein. Die Statue eines Mädchens steht schweigsam da. Ja. Was? Die Stadt des Mädchens thront in der Stille. Schön. Und was haben wir hier drin? Niemand da. Das Dorf sieht verlassen aus. Prima, hier können wir bleiben, wenn wir wollen. Hier ist doch nicht mal ein Bett. Hallo, ich bin fertig. 2 Wochen Schlaf wären genau das Richtige. Für heute reicht's. Na gut, dann pennen wir halt jetzt. Völlig erschöpft von der Reise. Ja. Fallen alle in einen tiefen Schlaf. Ich schließe mich an. Eine lange Zeit vergeht. Oh, guck mal. Sind doch welche da. Om nom nom. Ey, die kommen einfach rein. Was? Hamlet? Lass mich mal etwas schlafen. Was? Will? Mach doch nicht so einen Krach. Oh, wer seid ihr? Brumms! Sofort werden wir verprügelt. Super. Sie scheinen sehr hungrig zu sein. Schaut, diese Kinder sehen so mitgenommen aus. Das stimmt. Ein Junge erzählte das bereits in Frigia. In diesem Land herrscht große Hungersnot. Diese Knochen sind die Überreste der Verhungerten. Oh nein, wir sind die Nächsten. Ja, seid ihr. Hamlet, was hast du? Als ob wir uns bald trennen müssten. Los, Hamlet! Rums! Ab ins Feuer mit dir, genau. Schweinebraten! Schön knusprig. Hamlet, fass! Das arme Schwein! Hamlet, warum? Dafür war es geboren, um als Braten zu enden. Armer Hamlet, er hat es für uns getan. Hamlet, Schwein oder nicht sein? Hä? Ein Geist. Plötzlich erklingt eine vertraute Stimme. Hört mir zu, es war Hamlets Wunsch, diese Menschen zu ernähren. Ein kleines Ferkel kann viele Dorfbewohner retten. Mutter? Will,
und jeder, der hier ist. Ewige Dunkelheit nähert sich der Welt. Ihr müsst eure Kräfte vereinen, um die Welt zu retten. Findet die mystische Statue und begebt euch zum Turm von Babel. Hey, unsere Fesseln sind weg. Cool. Ey, heb den Schnitzel auf. Ich werde nie wieder sein Grunzen hören. In der Luft liegt plötzlich der Duft vom köstlichen Schweinebraten. Ey, wie makaber ist dieser Satz. Die ganzen ersten Schnieb, Schnieb. Ich werde nie wieder sein Grunzen hören. Schweinebraten. Ey, das Spiel hat doch echt mal. Schüchtern streckt der Mann seine Hand aus. Hand nehmen? Ja. Wir verstehen uns zwar nicht, aber ich denke, wir sind der gleichen Meinung. Der Mann sieht wild tief in die Augen. Zurückstarren? Ja. Er scheint, als sähe der Mann direkt in dein Herz. Wir sprechen zwar nicht die gleiche Sprache, aber dennoch. Der Mann reicht Nahrung. Essen? Ja. Es schmeckt wie Insektenklöße. Es war erstaunlich, aber es schien, als würden wir uns gegenseitig verstehen. Schüchtern streckt der Mann seine Hand aus. Hand nehmen? Ja, wir verstehen uns nicht auf gleichen Mann. Ja. Der Mann sieht wild in die Augen, ja, zurückstarren, ja. Das kennen wir schon. Der Junge zeigt nach Nordosten. Karte zeigen? Ja. Er malt ein Bild eines Tempels auf die Karte. Ich glaube, er versucht uns zu sagen, dass auch er dorthin möchte. Er zieht an Wills Ärmel, als ob er ihn eben noch hinführen möchte. Mitgehen? Ja. Jetzt winkt er ihm. Dum-dum-dum-dum-dum. Er sieht auf das Skelett mit den Tränen in den Augen. War das ein Verwandter? Ein Freund? Ich glaube, der Typ hat schon bessere Zeiten gesehen. Ja, klar. Hi. Der Mann reicht Nahrung. Essen? Nein, nicht nochmal. Der Mann sieht traurig aus. Ja, gut, dann. Blablablablab, lecker. Der Stamm wird immer kleiner. Viele sind bereits verhungert. Brüder, Schwestern, Eltern, Freunde, die armen Menschen. Hamlet ist ins Feuer gesprungen. Er hat sich geopfert, um uns zu retten. Wie gesagt, hebt mir den Steak auf. Ich fähre mal eben in die Ruine rein. Wir wissen ja jetzt, wo wir hin müssen. Er hat uns ja so einen kleinen Tempel da gemacht. Nach Angkor Wat. Und flump, da sind wir schon. War ja nicht weit weg. Und es ist immer noch heiß. Sieht nicht so aus. Nach 3 Tagen Reisen durch den Dschungel fand ich den Tempel. Und 15 Gegner haben wir hier auch noch. Super. Ja. Ein Busch ist ein Gegner. 14 noch. Ja, komm mal nochmal. Man muss erst die Köpfe hier von den Dingern klein kriegen. Ah, Mistdreck. So, dann kann man so erst verletzen. Ja, das die werden eine schwere Geburt. Und er fliegen. Wer mag sie nicht? Hey, komm her. Hey, komm. Aua. Komm. Fifi. Ihr feiner Zimmer. Und ja. Der Tempel ist groß. Sehr groß. Und die Musik bleibt die ganze Zeit so. Glaube ich wenigstens. Ha, einen habe ich. Ha, zum Ball. Super. So, noch 9. Und sobald die sich natürlich wieder auf den Köpfen setzen, regenerieren sie sich.
Super, den haben wir schon mal. Komm. Die brauchen, glaube ich, drei Treffer oder vier. Die blöden Köpfe. Die Ruine hat gerade erst angefangen, geht mir jetzt schon auf den Piss. Ist das nicht schön? Verdammt. Komm, mach das nochmal. Verdammt. Komm, mach das nochmal. Na, erwischt. Ja, komm her. Komm. Fein. Oh, dankeschön. 5 Lebenspunkte. Ich sehe auch gerade, ne? Ah, verdammt. Ha. Noch erwischt. Pech gehabt, Freund. So. Und man, die Büsche erkennt man. Also die feindlichen Büsche, die erkennt man. Wackeln sie. Und wenn man zu lange wartet, greifen sie auch noch an. Und sie sind dunkler. Da ist auch einer. Ja, ich glaube, sind noch zwei, okay. Ja, zwei Fliegen, super. Die Fliegen sind ja auch überhaupt nicht schwer zu kriegen. Nee, natürlich nicht. Mach her damit. Und? Ja, du auch. Oh, Lebensenergie. Super. Deine Lebensenergie hat sich erhöht. Wird Zeit, dass wir wieder Frieden werden, oder? Geht's hier rein? Zufällig? Nö. Okay, dann gehen wir aber jetzt hier rein. So. Ach nee, das ist die Musik des Tempels, genau. Ach nee, die Dinger. Sind schon kleine Endbosse. Wenn man mal die Lebensenergie anguckt. Ach nö. Ja, und sie teilen sich. In der Zeit können sie dich nur angreifen und du nicht. So. Die Dinger sind auch Gegner. Zeit, dass ich früher werde. Da kann ich so rüber rennen. Rotes Juwel gefunden. Juhu! Komm. Na, super. Ja, einmal angegriffen, teilt er sich. Der setzt sich dann, glaube ich, hier hat er sich geteilt. Ne? Dann setzt er sich hier auch wieder zusammen. Ja, jetzt teilt er sich wieder. Super. Geh weg, geh weg, geh weg, du Scheißding. Komm hier hin und setz dich wieder zusammen. Nein! Ah, verdammte! Setz dich lieber wieder zusammen. Komm, komm! So, 15 Gegner noch. Kein Schatz mehr. Einen kurzen Moment mit meinem. Ich muss mal eben Pause machen. Ich mach sofort weiter. Einen Moment. So, da bin ich schon wieder. Hat nur ein bisschen gedauert. So. Was heißt ein bisschen? 2 Minuten. Ja, komm, mach deinen Angriff, dann trete ich dich und hau dich. Aua. Und was haben wir noch? 13 Gegner. Ja, man kann jetzt noch nicht nach den Gegnern gehen. Ach nein, ich mag die überhaupt nicht. Und die auch nicht. Die sind auch besonders fies. Die sind so schön schnell, wenn man sie trifft. Was haben wir hier? 9 Gegner. Der ist kaputt.